So, da bin ich wieder. Ich hatte ja eigentlich vor, nach dem Verbalsuffix Mu das Verbalsuffix Ji zu machen, was irgendwie die Negation von Mu ist, so quasi. Das Problem ist, ich habe mir irgendwie als Ziel gesetzt, immer möglichst einfache Beispielsätze zu machen und möglichst nicht zu viel Grammatik in Beispielsätzen ranzunehmen, die wir noch nicht hatten. Und das Problem ist, ich bin bei Ji einfach dann gescheitert. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und habe auch ein paar Sätze mit Ji gefunden. Die haben allerdings auch noch so viel andere Grammatik enthalten, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, dass ich mir gedacht habe, okay, bauen wir uns erstmal eine vernünftige Basis mit mehr Sachen, mit denen wir arbeiten können. Und danach bespreche ich nochmal das Ji mit euch. Deswegen geht es jetzt gleich weiter mit Bessi, einem anderen Verbalsuffix der Vermutung, beziehungsweise modalen Verbalsuffix. Da habe ich diesmal einen Satz aus der Prosa-Literatur gefunden, juhu. Und zwar ist der von Yoshida Kenko aus dem Sure Soregusa, 108. Abschnitt, glaube ich. Da geht es darum, dass man das Leben wertschätzen soll, weil es so kurz ist und weil man ja sowieso nicht weiß, wann man jetzt stirbt. Das könnte ja schon heute Abend sein. Und so weiter und so fort. Und da erzählt er halt so ein bisschen mal ein, zwei Beispiele, auch irgendwie mit Geld, warum das für einen armen Menschen irgendwie, warum für einen armen Menschen auch schon eine kleine Menge Geld irgendwie großer Reichtum bedeutet und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, wir merken uns erstmal Grundaussage, das Leben ist wertvoll und man soll jeden Augenblick vernünftig nutzen. Sareba, Doni wa Toku, Nichigetsu oder Jitsugetsu, kann man die beiden hier lesen. O, Oshimu bekarazu, Tada imano ichinen, Munashiku suguru koto o, Oshimu Bessi. So, wir haben ein Bessi, das man sofort erkennt, das ist hier. Und wir haben ein Bessi, das sich etwas versteckt, das steckt hier im Bekarasu drin. Ich habe den Satz mal als erstes genommen, weil er eine der grundlegendsten, das sind ja eigentlich zwei Sätze, weil es einen der grundlegendsten Bedeutungen von Bessie aufzeigt, nämlich eine Aufforderung. Ansonsten, wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist es eigentlich so wie Mu, nur stärker. Also es kann eine Aufforderung sein, eine Vermutung, ein Ratschlag und so weiter und so fort, was wir schon alles hatten. Bei Bessie gibt es jetzt erstmal zu sagen, dass es ein Verbalsuffix ist, das an die Susike angehängt wird. Oshimu, etwas nachtrauern oder etwas wertschätzen oder Mitleid für etwas empfinden, das kann man recht unterschiedlich übersetzen. Ist ein Yodan-Doshi vierstufig. Entsprechend sehen wir hier, Oshimu ist die Susike und dahinter steht das Beshi. Und hier selbes Beispiel, selbes Wort. Oshimu, Susike plus Beshi. Es gibt eine Gruppe von Verben, da gibt es eine Abweichung. Das sind die unregelmäßigen Verben der Raken-Reihe. Da wird es nicht an die Susike angehängt, sondern an die Rentaike. Dann hat man sowas wie Narubeshi oder Haberubeshi oder sowas. Aber ansonsten, bis auf diese Ausnahme, okay, Raken-Verben sind verhältnismäßig häufig, deswegen sieht man das öfters. Aber ansonsten eigentlich immer Susike. So, wunderbar. Wir können das Ding erstmal anfangen zu übersetzen. Also Sareba heißt, weil das so ist. Habe ich ja schon erläutert, da kam noch was davor, weil das so ist. Was ist ein Donin? Ein Donin ist jemand, der, sagen wir es mal so, auf der buddhistischen Laufbahn oder Karriere noch relativ weit unten steht, aber das ist jemand, der auf jeden Fall schon weiß, so, okay, Buddhismus ist das Richtige und dem sollte ich mich zuwenden und der dann entsprechend halt den buddhistischen Prinzipien lebt. Das ist so ein, naja, einfach ein Buddhismus-Praktizierender, aber halt kein professioneller Mönch oder Abt oder sonstiges. Ja, was Besonderes, Toku,
kommt von Toshi, also weit sein oder entfernt sein. Das kennen wir ja auch aus dem modernen Japanisch, Toi. Das kann aber, hat im vormodernen Japanischen ein etwas weiteres Bedeutungsfeld. Und hier ist es so im Sinne von zeitlich lange. Also Toku steht in der Renyoki, ist also adverbial, bezieht sich entsprechend auf das Oshimu plus das, was dahinter hängt, was verbal so fix ist. Also lange nachtrauern oder lange irgendwie an etwas denken oder sich lange mit etwas befassen oder beschäftigen. Okay, Jitsugetsu oder Nichigetsu, Sonne und Mond, ganz unspektakulär, direktes Objekt, weil das Ok dahinter steht. Und dann haben wir Oshimu Bekarasu. Mit dem Beshi verhält sich das so, das endet ja schon irgendwie auf Shi, das ist schon ein bisschen verdächtig. Das flektiert so wie ein Keoshi. Hat also entsprechend auch eine Sekundärflexion, die auch wie bei Kiyoshi dann verwendet wird, wenn weitere flektierbare Bestandteile an das Beshi angehängt werden. Das ist ja hier der Fall. Hier haben wir ja ein Su, das kennen wir, das ist die Negation, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Die Sekundärflexion wird hier auch Kariflexion oder Karikatsuyo genannt, flektiert wie ein Rahenverb, also Kari wird, weil Su an der Misenke steht, zu Kara, was ja die Misenke von der Karikatsuyo ist. Und genau, Beshi wird dann zu Bekari und dann entsprechend mit einem Su Bekara Su. Genau, und das steht dann entsprechend, wie ich sagte, an der Shushike. Auf zum nächsten Satz. Tada ima no ichinen. Einzig oder nur den jetzigen Augenblick oder den Moment. Munasuku suguru koto o. Wen oder was, die Sache, das vergeht, munasku, so leer, bedeutungslos oder unkonstruktiv oder sinnlos irgendwie. Oshimu, ja, nachtrauern oder so, und dann beshi, unser Verbalsuffix. Ich habe mich entschieden, das hier als so eine Aufforderung oder einen Befehl zu übersetzen. Und zwar in beiden Fällen, weil das ganz gut passt hier in den Kontext. Entsprechend übersetze ich dann den Satz so. Weil dies so ist, soll der praktizierende Buddhist nicht lange, Klammer auf unnötig, Klammer zu, Sonne und Mond nachtrauern oder ihnen in Gedanken nachhängen, einzig oder nur, dass der jetzige Augenblick sinnlos oder inhaltslos vergeht. Darum oder dem soll er nachtrauern. Oder deswegen soll er traurig sein, oder das soll ihn traurig stimmen. Genau, Oshimu kann auch so traurig stimmen oder trauern heißen, genau. Ja, ich denke mal, damit habe ich alles Wichtige gesagt. Also Beshi, wie gesagt, flektiert wie ein, wird an die Shushike angeschlossen, außer bei Rahenverben, da an die Rentaike. Und flektiert wie ein Kiyoshi und hat entsprechend auch eine Sekundärflexion, die genauso wie bei Kiyoshi auch dann in Einsatz, also eingesetzt wird oder zum Einsatz kommt, wenn ein weiterer flektierbarer Bestandteil, wie zum Beispiel hier das Verbalsuffix zur Negation, angehängt wird.
Ansonsten gibt es großartig erstmal nichts zu sagen und dann werde ich mal weitermachen mit weiteren Beispielen zu Bessie. Es wird bei dieser Bessie-Lektion nicht so viele Gedichte geben, das kann ich ja schon mal sagen, das wird euch vielleicht ein bisschen beruhigen. Ich habe nämlich irgendwie die Erfahrung gemacht, dass relativ viele Leute Gedichte irgendwie nicht so gerne übersetzen, aber naja, wie gesagt, ne, sie sind in sich geschlossen, das ist ganz gut. Hier hat man ja zum Beispiel wieder den Nachteil, dass man einen Satz hat, da müsste man aber eigentlich die Vorgeschichte auch wissen, damit man das, damit man den Satz an sich besser versteht, damit man den einfach kontextualisiert hat. Das ist der Vorteil, den man bei Gedichten hat, die brauchen den Kontext nicht unbedingt. Die haben manchmal ein kleines Vorwort, okay, aber sonst egal. Ich mache jetzt weiter mal so ein paar Prosasätze. Mal gucken, womit ich da als nächstes bei Bessie weitermache. Hat ja genügend Bedeutung.